The Blackstone, Autograph Hotel. Oder besser gesagt, das war früher mal ein Renaissance Hotel. Guck mal, so raus machen die aus allem einfach jetzt heute so, morgen so. Sind ja Marken, die werden einfach von A nach B gewechselt, wie es gerade passt. Und wenn man dann was Geschichtliches noch findet, setzt man diesen Point da drauf und schon ist es ein Autograph. So geht das. Hallo und herzlich willkommen bei der Honda Beste Hoteltester. Ich bin in einem Autograph Hotel in Chicago. Chicago. Ja, ich bin gut gelaunt hierbei, weil das ist so, wie soll man das gleich von Anfang an klarstellen? Die Mitarbeiter sind hier ein bisschen so hanseatisch muffig. Ja, so ein bisschen. Also sind nicht unbedingt Hallo und schön willkommen, sondern wir sind nordisch. Ja, so wie in Hamburg. Und dann bist du hier so ins Hotel, da kommst du da unten ran. Auch alles. Ja, still. Ja. Keine Emotion. Da kommst du ran, you want check-in? Yeah, your passport. What's your name? Credit card. So, es geht nicht mehr in dieser Form los. Aber ich lasse mich da ja nicht auf diese Basis ein, sondern ich versuche natürlich immer so ein bisschen auch charming zu sein und fange dann eben so kleine Dinge an und das funktioniert auch. Also es ist wirklich so, dass das funktioniert. Und wir haben dann das ein oder andere Schelmische auch miteinander gesprochen und dann haben wir beide gelacht und ich fand es also auch sehr lustig, weil er mich fragte, ob ich zwei Karten haben wollte, also zwei Hotel hier, Zimmerkarten. Und dann sage ich nehme zwei Karten. Dann sagt er, okay, die zweite Karte kostet $20. So, also also die haben Humor, aber du musst es ihnen so ein bisschen aus ihnen rausholen und von der Seite, weil mal ganz anders, das Hotel ist gar nicht schlecht. Es ist wirklich hübsch gemacht, es ist natürlich so ein gewachsenes Hotel, also das heißt, das rechte Stein hier, und dann kommst du da so in diese Lobby. Die Lobby sieht sehr schön aus, also es gefällt mir gut. Irgendwie so diese Cashier-Geschichte da hinten bei der Rezeption, wie so eine Bank, ja, so ein bisschen. Und an die Aufzüge auch, lustig mit diesem Drehkreis da oben, also es ist nichts digital, sondern eben dann auf Autograph gelassen. Ich habe hier ein sehr nettes Zimmer bekommen. Also für Ambassador habe ich mich hier nicht beschweren können. Das ist ein bisschen Suite-like, keine direkte Suite, aber doch. Ein schönes großes Zimmer, ein Eckzimmer mit wundervollem Blick nach draußen im 18. Stock, also 1818, geile Nummer, habe ich schon lange nicht mehr gehabt, sowas. Habe ich mich darüber gefreut. Und wie ich da eben auch so reinkam, hatte ich war eine gute Vibration. Also es war alles in einem sehr positiven Bereich, sodass ich sagen kann, hier kann man wirklich gut übernachten. Die Betten sind wirklich toll. Es ist so, dass man das hier zumachen kann, weil man ja doch sehr nah, sagen wir mal, an den nächsten Häusern hier ist, die ja auch alle 20, 30 Stockwerke haben. Und wenn man den Blick nach vorne raus hat, habe ich gedacht am Anfang, es könnte vielleicht sehr laut sein. Nee, gar nicht. Also, weil hier fahren abends nicht so viele Autos. Und die wirklichen Autostratas, also das heißt, der, wo viel gefahren wird, ist ein bisschen weiter drüben, da wo der See ist. Also von der Seite, das ist keine schlechte Idee, eine Nacht, vielleicht sogar zwei, drei Nächte hier zu bleiben. Würde ich sogar machen, hier könnte ich fast eine Woche bleiben, weil es wirklich anbietet, weil die Qualität einfach gut ist. Also es ist auch noch alles relativ neu. Man hat ja vieles verändert. Es ist jetzt kein Renaissance mehr. Vielleicht hat man die Betten noch gelassen, das eine oder andere ausgetauscht, so in der Form. So, dann gibt es unten eine Lounge. Ist doch eine Wartehalle. Das würde ich sagen, ist jetzt nicht der Burner, diese Geschichte. Du musst also ganz runter in den Keller und da unten. Bauen Sie dann morgens zum Frühstück ein bisschen ein Croissant und ein Toast und so auf klassisch amerikanisch Intercontinental mit Rührei und noch nicht mal Käse oder Wurst, irgendwas extra. Dafür hat man ja Bacon, hat sie gesagt. Ich habe gesagt, gibt es ja gar keinen Käse oder sowas. So, wir haben Bacon, da können Sie Bacon nehmen. So. Also, die sag ja, die sind auch da nicht so freundlich. Und du musst eben da nicht so viel oder man darf da nicht so viel verlangen und erwarten und dann funktioniert es eigentlich ganz gut. Wenn man da also ein bisschen zurückgeht, ist man hier ganz, ganz gut untergebracht. So, und dieser Nachmittagssnack, den es da in der Club Lounge gibt, ja, es gibt eine Cola etc., das kann man sich vielleicht mitnehmen aufs Zimmer, da macht man sich dann da was. Ich bin essen gegangen und war wirklich positiv erstaunt. Es gab also hier ein Essen im Restaurant. Die haben hier ein eigenes Restaurant, so auf spanische Tapa-Geschichte ausgelegt, und aber mit amerikanischem Einfluss, sodass ich also hier so einen Oktopus gegessen habe, der wirklich recht lecker war. Auch das Steak mit diesen Kartoffeln, das erinnerte mich so ein bisschen, das ist so was, auch im Norden hier findet man diese Art dieser Zubereitung. Ist also nicht reines Spanisch, aber ist eben amerikanischer Einfluss drin. Hat mir gut gefallen, hat gut geschmeckt, war ein bisschen, hätte etwas heißer sein können, aber ansonsten war es wirklich toll und man brauchte nicht weit weg und ich war hier so schön im Haus und es war angenehm, dann anschließend nach oben zu gehen. Und dann hat man hier einfach noch gesessen und diesen fantastischen, schönen Blick genossen. Also es ist wirklich so, dass man hier sein Aufenthalt auch genießen kann und als Ambassador oder Titanium oder so, da kriegt man schon ein gutes Zimmer. Sie
sind, glaube ich, bemüht, wenn man sich jetzt nicht wirklich da vorne anstellt an der Rezeption. Man muss natürlich immer auch ein bisschen mit den Leuten, so mitarbeitertechnisch, auf sie eingehen. Es ist einfach die Zeit, man kann das nicht mehr nur alles verlangen, sondern man muss so ein bisschen miteinander. Dann kriegt man doch schon das eine oder andere und hier hat es also funktioniert. Deswegen ein, wie ich finde, gut funktionierendes Autograph Hotel, was ich auf jeden Fall, so wie es wäre, nochmal wieder buchen würde. Ob man nun im 18. Stock oder vielleicht auch ein bisschen tiefer ist. Ich denke, dass die Zimmer insgesamt ganz gut in Ordnung, ganz gut in Schuss sind. Über Staub und Dreck brauche ich nichts reden. Bitte macht einfach, nehmt eure Sauberkeitstücher mit und macht euer Badezimmer und so die wichtigen Dinge, auch den Tisch, wenn man hier so einen Tisch hat, einmal drüber gewischt. Es ist einfach fürs gute Gefühl, dann weiß man, es ist sauber und es ist nicht noch, ich weiß nicht, Spuck und sonst was vom letzten Vorgänger drauf, weil sie es eben doch nicht richtig machen. Weil, ich meine, wenn ich hier oben gucke, oh Gott, will ich gar nicht hinschauen. Da darf man auch gar nicht viel bewegen. Die Klimaanlage, finde ich, funktioniert. Wenn man kühl will, wird es kühl. Wenn man warm will, wird es warm. Das sind wichtige Dinge. Wasserdruck ist da. Ich habe schön geduscht hier. Also von der Seite alles roundabout in Ordnung. War für mich ein Go. The Blackstone in Chicago. Und jetzt kommt für euch noch eine schöne Roomtour. Viel Vergnügen. Sexy.
Narcissus.